Herford, Innenstadt. Sieht aus wie eine Altstadt hier. Großartig. Buchhandlung. Ah ja, da steht's. Buchhandlung Otto. Hell erleuchtet ist es auch. Leute sind drin. Ich bin richtig. Drücken. Geht nicht. Ziehen. Geht auch nicht. Da kommt jemand. Sehr schön. Da werde ich reingelassen. Hallo, guten Abend. Stehe ich doch nicht vor der zuen Tür. Ja, kommen Sie rein. Vielen Dank. Ich bin froh, doch noch reingekommen zu sein. Hallo, ich bin Daniel. Hi, ich bin Jens. Freut mich. Ich weiß schon eine Menge über dich und dein Buch. Die Zuschauer werden bald auch was wissen, denn wir haben dich eingeladen heute hier zur Bücherzeit, weil du ein Buch geschrieben hast. Genau. Ja. Die Zeit des Puppenspielers. Das ist nicht irgendein Buch, sondern das muss man schon mal sagen, es ist ein relativ krasses Buch. Aber erstmal gibt es ein paar Infos über dich. Ich weiß ein bisschen was über dich. Du möchtest gerne singen können. Das ist ein Wunsch von dir. Ja? Also möchtest du, das ist so eine Eigenschaft, die du gerne hättest. Und das, was ich auch sehr cool fand, was ich gelesen habe über dich, dein Sohn ist dein Lieblingsmaler. Was malt der so? Ach, Kinderbilder. Auch ging los mit einem wilden Kreisgemale und jetzt halt schon Tiere malt er sehr gerne. Trecker natürlich, ist so sein Favorite. Ne? Alles, was brummt und draußen sich bewegt. Mit Motor ist so sein Ding und das malt er halt jetzt schon einigermaßen erkennbar, sag ich mal so. Der Fragebogen, wo diese Fragen drin standen, hat auch die Frage beinhaltet, was war mein größter Fehler? Und da hast du angegeben, dass dein größter Fehler war, dass du die eigene Leistungsgrenze überschritten hast. Nimm uns da mal ein bisschen mit hinein. Woran hast du das gemerkt? Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich keine Zeit mehr richtig hatte. Das hat mich selbst so wie eingeschnürt gefühlt. Irgendwo hat mir wirklich die Luft genommen, als ich einfach so viele Termine hatte. Ich bin morgens früh aus dem Haus hin zur Arbeit gehetzt, mehr oder weniger schon. 8 bis 10 Stunden gearbeitet. Danach schnell auf die Baustelle. Wir haben damals gebaut. So viel geschafft, wie es irgendwie ging. Wieder rein, umgezogen zu einem der Hobbys. Und habe auch fast jeden Abend was anderes gemacht, hobbymäßig. Musik oder eben Sport oder Feuerwehr, was auch immer. Und irgendwann selbst gemerkt, es ist einfach zu viel geworden. Ja, zum Knackpunkt damals, dass ich Musik gemacht habe und auf einmal alles wie weg war. Das Orchester um mich drumherum war eigentlich verschwunden, obwohl sie weitergespielt haben. Also vom Eindruck her? Vom Eindruck her. Ich selbst saß da, habe das Instrument auch runtergenommen, ich habe Trompete gespielt und ich konnte nicht mehr spielen. Es ging nicht mehr, als wenn ich es verlernt hätte, von jetzt auf gleich. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, irgendetwas stimmt nicht. Also du hattest eine Depression und das war nicht irgendeine Depression, sondern du hattest auch Suizidgedanken. Ja, genau. In welcher Phase der Depression oder deiner, wie es dir dann gerade so ging, hast du angefangen, das aufzuschreiben? Das war so die Phase, wo ich eigentlich genau vor einer Wand stand, wo ich nach einem Weg gesucht habe, aber eigentlich fand vor mir nur die Wand. Ich wusste nicht, ich wollte nach links weiter, ich wollte nach rechts weiter, aber es ging nicht. Es war wie abgeschnitten. Und für mich war es dann so, dass ich verzweifelt nach einem Ausweg gesucht habe und mir irgendwas überlegen musste und eigentlich nicht wusste, wie geht's jetzt nach vorne? Was ist jetzt der nächste Schritt? Und da war ich eben komplett verunsichert, was ich machen sollte. Du hast das Buch deiner Frau gewidmet. Deine Frau kommt auch relativ häufig vor in dem Buch. Was hat die dazu gesagt, dass du so ein Buch geschrieben hast? Sie hat mich unterstützt. Es war mir auch schon wichtig, von Anfang an mit ihr darüber zu sprechen, dass ich dieses Buch schreibe. Und sie hat ja auch gemerkt, ich notiere mir abends irgendetwas auf einen Zettel, so hat es ja angefangen. Und sie hat mich schon gefragt, was machst du da überhaupt? Und ich sage, ich schreibe mir einfach irgendwas auf, was mir gerade durch den Kopf geht, was mich heute bewegt, womit ich sonst mit keinem darüber reden kann. Und als ich irgendwann gesagt habe, du, ich glaube, das wird mehr als nur ein Gekritzel auf dem Papier, da könnte auch ein Buch draus werden, da sagte sie, ja gut, dann mach das doch. Sie wusste ja nicht, was ich schreibe, was der Inhalt war, wie konkret ich irgendwas beschreibe. Und ja. Aber sie war eigentlich eine sehr enge Bezugsperson in der ganzen Phase für mich. Deswegen habe ich ihr auch das Buch gewidmet. Und das Buch oder der Titel des Buches ist Die Zeit des Puppenspielers. Der Puppenspieler kam dann irgendwann ins Spiel. Und wer der Puppenspieler ist und was der mit dir gemacht hat, das erfahren wir gleich von dir. Vielen Dank erstmal. Sehr gerne.
Herr Otto, schön haben Sie es hier. Und freundlich, dass Sie mich nach Ladenschluss noch reingelassen haben. Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen Konzept hier, oder? Also man kann auch nach Ladenschluss, wenn man angemeldet ist, hier noch sich in der Buchhandlung aufhalten, oder? Ja, wir haben jetzt heute hier gerade eine Gruppe, das ist möglich. Einschließen und genießen nennen wir das. Nach Voranmeldungen bieten wir hier an, dass man mal richtig ohne Druck und ohne Zeitlimit bis 24 Uhr abends mit einer Gruppe gemütlich schmökern kann, mal schauen, was es alles Neues gibt. Einschließen und genießen, klar, die normalen Ladenöffnungszeiten und dann gibt es auch immer mal wieder Lesungen hier, oder? Ja, wir haben hier jetzt schon ziemlich etabliert, 6 Jahre lang den Krimi-Herbst, dass wir immer mehr oder weniger regionale Krimi-Autoren hier einladen, die ein bisschen was über ihr Buch, die Entstehung und sich selbst erzählen. Und das wird auch immer sehr gut hier angenommen. Die Buchhandlung Otto ist ja sowieso was Besonderes. In dritter Generation sind Sie hier. Was bedeutet das für Sie in dritter Generation, also das Erbe des Vaters und des Großvaters so fortführen zu können? Ja, ich finde es sehr schön, dass ich diese Möglichkeit habe. Selbst hätte ich mich, glaube ich, nie getraut, hier jetzt eine Buchhandlung zu gründen. Aber dadurch, dass ich das von beiden, von Vater und Großvater vorbereitet gekriegt habe, habe ich hier die Möglichkeit, das weiterzuführen. Und innerhalb von 3 Etagen kann man sich hier gut gehen lassen, alles finden, was das Herz, Bücher, Leseherz begehrt. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen heute mit der Bücherzeit und vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. Also einer von uns beiden hier ist so richtig bekannt. Wer könnte das sein? Ja. Okay, ich gebe es zu. Es ist Peter Hane. Fernsehmoderator und Autor. Ein Buch von ihm heißt Niemals aufgeben. Niemals aufgeben kann auch schon mal so ein bisschen so eine floskelhafter Ausruf sein, so nach dem Motto Kopf hoch, finde ich. In diesem Buch ist es nicht so, denn Peter Hane kann gut schreiben und das merkt man wieder einmal. Und zwar bringt er das auf den Punkt. Es geht um das Thema Scheitern und wieder aufstehen. Ein brennend aktuelles Thema. Also, der Untertitel des Buches lautet Mit Werten in Führung bleiben. Und die Werte, die kommen ganz klar für Peter Hane aus der Bibel. Ich lese einen kurzen Absatz vor. Nur dieses Buch der Weltliteratur, also die Bibel, hat das Scheitern und Wiederaufstehen, altes und neues Leben zum durchgängigen Thema. Die Bibel macht Gott groß, ohne den Menschen klein zu machen. Nirgends wird der Mensch so realistisch beschrieben, so angefochten, verführbar und fehlbar, so voller Versagen. Niemand käme freiwillig auf die Idee, seine Helden scheitern statt strahlen zu lassen. Die Bibel tut das Seite für Seite schonungslos. Einerseits eine interessante Beobachtung, kann aber auch ein bisschen runterziehen. Das steht nicht für das ganze Buch, sondern Peter Hane schreibt sehr humorvoll und, wie schon gesagt, auf den Punkt zu diesem Thema etwas. Er schreibt, warum Scheitern manchmal zum Beispiel ein Segen sein kann. Und Peter Hane schreibt schonungslos, ehrlich und offen. Ein Buch mit Ecken und Kanten und das ist gut so, finde ich. Peter Hane, Niemals aufgeben, mit Werten in Führung bleiben, erschienen beim Mediakern. Die Zeit des Puppenspielers heißt dein Buch. Es ist eine Art Tagebuch, also du beschreibst tagebuchartig dein Befinden. Es geht um eine Depressionskrankheit. Du gibst sehr viel von dir preis in dem Buch. Hat dich das Überwindung gekostet, das dann auch jetzt wirklich zu veröffentlichen? Hat es nicht. Ich habe am Anfang schon überlegt, Mensch, mache ich das oder mache ich das nicht? Und es gab eine Ursprungsversion, das, was ich mir so aufgeschrieben habe, mit einem Stift auf Papier, die sah noch ganz anders aus. Aber als ich an dem Buch gearbeitet habe, das von dem Papier in die EDV übernommen habe, da habe ich mir selbst schon überlegt, Mensch, passt das so? Ist das nicht auch zu langatmig? Was interessiert den Leser? Was ist aber auch für mich wirklich wichtig gewesen an dem Buch? Und deswegen kam jetzt so eine Fassung raus, die, wo ich von überzeugt war, die kannst du ruhig veröffentlichen. Und ich stehe eben auch dazu, was ich geschrieben habe. Ich habe es erlebt, das kann ich nicht ablehnen oder verneinen, sondern es ist passiert. Und deswegen habe ich jetzt auch keine Schwierigkeit damit, das Buch so, wie es ist, zu veröffentlichen mit dem Inhalt, auch wenn er schwer ist. Gut, dass du es gemacht hast, weil es zieht wirklich rein und es geht tief, ohne irgendwie unangenehm zu sein, finde ich. Es geht aber um die Begegnung mit dem Puppenspieler. In dieser Art von Krankheit hat man Angst vor Menschenmassen oder vor verschiedenen Begegnungen mit Menschen irgendwo hinzugehen. Du bist dann, glaube ich, in der Situation trotzdem ins Schwimmbad gegangen. Die Situation war für mich, dass ich
nicht wusste, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich war einfach total verunsichert und auch von einer ja, so einfachen Situation, wie ich gehe ins Schwimmbad, habe da meinen Spaß. Ich war überfordert mit der Situation, weil ich nicht wusste, tut es mir gut, tut es mir nicht gut. Und ich stand an diesem Beckenrand und wusste nicht, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich wusste nicht, wie geht es weiter, was ist der nächste Schritt? Und genau die Frage hat mir dann meine Frau gestellt. Und was machen wir denn jetzt? Und ich habe kurz überlegt und ihr dann gesagt, du, am liebsten würde ich jetzt schwimmen gehen. Aber kein Aber, hat sie dann so, auch so zu mir gesagt. Und denk doch nicht immer über alles nach. Mach es doch einfach oder lass es. Und ich habe auch dann in dem Moment gesagt, okay, nicht drüber nachdenken, das hat man einfach gesagt. Habe dann aber für mich ganz bewusst versucht, eben nicht drüber nachzudenken, zu tun oder was ich tue oder lasse. Und bin dann wirklich da gestanden und habe einfach alles sacken lassen. Und mir ist dann auch so die Tasche aus der Hand gefallen und ich bin einfach zum Beckenrand gegangen und bin ins Wasser gesprungen. Ich habe nichts gemacht, nichts gemacht. Ich habe nicht gedacht und habe nur abgewartet, was passiert jetzt. Ich hätte auch untergehen können. Aber das ist nicht passiert. Und auf einmal haben meine Hände angefangen, mich wieder nach oben zu bringen. Meine Beine haben angefangen zu strampeln. Und ich habe gemerkt, dass es nicht mein Kopf es war, der das gesteuert hat. Und ich war ja immer ein sehr kopfgesteuerter Mensch. Ich habe alles mit dem Kopf gemacht, immer gedacht, wie machst du das, wie tust du das? Und im Moment ist das eben nicht so der Fall gewesen. Ich habe nicht nachgedacht, aber es ist trotzdem weitergegangen, wo ich so das Gefühl hatte, okay, nicht ich steuere mich jetzt, sondern irgendwer anders steuert mich. Und ich kam mir wirklich vor wie so an so Fäden, dass jemand meine Hände bewegt und meine Füße bewegt, eben wie so eine Art Puppe, die jemand anderes in den Händen hat und eben spielt. Und wo ich wirklich gemerkt habe, ich kann wirklich loslassen, ich brauche meinen Kopf überhaupt nicht. Da ist irgendetwas oder irgendjemand, der führt mich und das tut mir gut. Es tut mir gut. Und mein Kopf war auf einmal stille. Das heißt, es war jetzt keine unangenehme Erfahrung, weil man, wenn ich mir das vorstelle, ich bin sozusagen ein bisschen fremdgesteuert. Das kann ja auch Angst auslösen. Also bei dir war es wirklich so eine Entlastung, kann man das so sagen? Eine totale Entlastung. Das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann mal wirklich loslassen. Ich muss nicht über alles nachdenken. Ich brauche diese Kontrolle überhaupt nicht. Ich brauche keine Kontrolle über mich. Das tut mir gut, was da passiert. Und das war einfach so eine Erleichterung, wirklich eine Riesenerleichterung zu wissen, ich muss mir keinen Kopf machen. Und ich habe mir ab dem Zeitpunkt keinen Kopf mehr gemacht. Und das war so das Entscheidende, auch aus dieser schwierigen Phase wieder rauszukommen. Nicht über alles nachzudenken, einfach mal so wieder in so einen gewissen Fluss zu kommen. Auch die Idee oder quasi der Auftrag, ein Buch zu schreiben, entstand ja, also nach der Begegnung mit dem Puppenspieler. Wir lösen noch nicht auf, wer das ist. Da habe ich eine kurze Passage aus deinem Buch, die ich sehr schön finde. Ein neuer, unglaublich starker Gedanke hat mich im Griff. Ich will oder soll ein Buch schreiben. Diese Idee setzt eine derartige Energie in mir frei, dass es mich voller Tatendrang aus dem Bett zieht, ich die Treppe hinuntergehe, mir meine Aufzeichnungen aus dem Urlaub zur Hand nehme, mich aufs Sofa setze und zu schreiben beginne. Was? Dieses Buch. Also du beschreibst dann auch manchmal am Ende, der Puppenspieler will es so. Also das zieht sich dann durch die nächste Zeit sozusagen hindurch. Wunderschöne Begegnungen, die dir dann passieren in der Firma oder im Privatleben. Haben wir leider keine Zeit, darüber zu reden, aber das kann man alles im Buch nachlesen. Ab Seite 81, ich habe es mir genau gemerkt, wird dann klar, wer der Puppenspieler ist. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Also selbst bei blauem Himmel, bei schönstem Sonnenschein habe ich immer einen mit dabei, zur Sicherheit, einen Regenschirm. Aber David Kadel sagt, wenn du für Sonne betest, lass den Schirm zu Hause. So heißt ein Buch, was er herausgegeben hat und da geht's um erhörte Gebete. Er hat verschiedene Geschichten von verschiedenen Leuten zusammengefasst, die Mut machen, die von Gebetserhörungen handeln und von Begegnungen mit Gott mitten im Alltag, also wie Gott bei diesen Leuten im Alltag eingreift. David Kadel geht selbst mit gutem Beispiel voran. Legendär seine Geschichte, wie er durch das Kicker-Sportmagazin in Kontakt mit Gott kommt. Ich sage nur, es geht um Lothar Matthäus, um nicht zu viel zu verraten. Wenn du für Sonne betest, lass den Schirm zu Hause. Mutmachende Geschichten für den Alltag mit Gott, erschienen bei Gerd Medien. Nach der Begegnung mit dem Puppenspieler könnte man erst meinen, dass du hast eine Entlastung gehabt, alles ist super und geht aufwärts. Aber das Buch berichtet dann weiterhin auch immer noch von Rückschlägen. Zum Beispiel noch ein Zitat. Des Weiteren zweifle ich im Verlauf dieses Tages daran, ob ich am Buch weiterschreiben soll. Was soll ich schreiben? Wiederholt sich ständig alles? Interessiert das überhaupt jemanden außer mir? Da kann ich schon mal sagen, ja. Aber schreib mal ein bisschen deine Berg- und Talfahrt auch in dieser Zeit, auch nach der Entlastung für dich. Das war immer so ein Vor und Zurück. Also ich kam mir eher vor, dass ich mal
zwei Schritte vorwärts gemacht habe und einen Schritt wieder zurück. Also halt auch zu gucken, wo ist jetzt meine neue Grenze, wo ist überhaupt meine Grenze? Ich habe ja nie für mich eine Grenze kennengelernt, sonst wäre es nicht so weit gekommen. Erklär mal den Moment, in dem es dir klar wurde, wer dich da irgendwie mit hineingenommen hat. Also für mich war immer die Frage, wie kann das sein, dass es mein Leben weitergeht und dass ich selbst meinen Kopf dafür benutze und dass ich immer das Gefühl hatte, nach wie vor, irgendwas steuert mich und tut mir unheimlich gut. Und ich saß im Wohnzimmer der Großeltern meiner Frau und mir kam irgendwie mein Konfirmationsspruch in den Sinn, der Herr ist mein Hirte. Und auch mit der Passage, er führet mich aus dem finsteren Tal. Und wo ich sagte, das finstere Tal hast du irgendwie auch hinter dir. Und dann auch, was ich zu frischen Auen. Und wo ich sage, okay, auch für mich etwas Neues angefangen. Und ich konnte mir nie erklären, diese Energie, die mich steuert, wer ist das überhaupt? Wo ich für mich so dachte, okay, es kann eigentlich nur Gott gewesen sein, der mich da geführt und gesteuert hat. Das war für dich in dem Moment klar. Und auch die weiteren Begegnungen mit dem Puppenspieler Gott haben das bestätigt? Ich habe das nicht angezweifelt. Ich habe mir da keine Gedanken mehr drüber gemacht, ist er es oder ist er es nicht. Mhm. Ich hatte für mich irgendwie so eine greifbare Erklärung, okay, es ist Gott, der mich da irgendwo bewegt, als anderes kann es irgendwie nicht sein. Und habe das da zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr hinterfragt. Dann habe ich gesagt, okay, das ist so und ich habe mich damit gut gefühlt mit der Erklärung. Es war für mich auch so rund und auch abgeschlossen. Das Buch ist jetzt fertig. Wie geht's dir jetzt, heute? Mir geht's sehr gut. Klar war es eine bewegte Zeit, so als ich das Buch geschrieben habe, auch danach noch. So diese ganze Phase Depression hat ja anderthalb Jahre lang wirklich auch gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, okay, ich stehe auf sicheren Füßen, ich weiß, was ich tue und habe Vertrauen auch zu Gott gefunden und wusste dann auch, solange ich ihm folge, wird es mir gut gehen. Mhm. Und das ist es bis heute. Ja, ich bin Vater geworden. Und also eine ganz neue Aufgabe, die sich da für mich aufgetan hat und mir geht's gut. Und das ist für mich ein Segen natürlich, ja. Jetzt ist das Buch natürlich jetzt keine medizinische Abhandlung von der Krankheit Depression, sondern es geht einzig und allein um deine Gedanken, um die Art und Weise, wie du dich ausschnittartig damit auseinandergesetzt hast. Für wen ist das Buch? Für wen hast du das geschrieben? Ich habe es natürlich erstmal anfangs für mich geschrieben, zumindest das, was ich mit dem Stift aus Papier geschrieben habe. Habe aber auch schon irgendwie gedacht, dass ich irgendwo einen Weg gefunden habe, aus dieser für mich kritischen Phase wieder rauszukommen. Und mir schon auch gedacht, es könnte auch andere Menschen interessieren, vielleicht in einer ähnlichen Phase sind, vielleicht was in ihrem Leben verändern wollen. Eben über dieses, ja, nicht zu viel darüber nachzudenken, einfach mal Dinge eben zu machen oder machen, mit sich selbst machen zu lassen, so wie in meinem Fall. Und es da somit auch einfacher zu haben, loszulassen von vielleicht geübten Strukturen, dem Leben, Gegenständen, Sachen, wie auch immer. Das sind alles so Dinge, wo man auch loslassen muss, um etwas Neues anfangen zu können. Ich würde jetzt echt eigentlich noch sehr, sehr gerne über viele Anekdoten mit dir reden, weil ich auch glaube, dass, weil du gesagt hast, du hast es auch für dich geschrieben in erster Linie, dass es gerade deshalb andere Leute interessiert, weil du da ganz frei von irgendwie, wem muss ich jetzt gefallen oder für wen schreibe ich das jetzt geschrieben hast. Ich fand es sehr, sehr inspirierend, bereichernd und auch das Gespräch mit dir großartig. Ich danke dir ganz herzlich. Mir hat es auch großen Spaß gemacht, danke. Jens, alles Gute für dich und deine Familie. Danke. Mach's gut. Tschüss. Juhu, hier gibt's auch einen Spielplatz. Mal gucken, es funktioniert. Ah ja, eher doch für die kleineren Besucher in der Buchhandlung Otto. Aber man kann sich hier schön hinsetzen und ein bisschen schmökern. Zum Beispiel in diesem Buch hier, Traurig, Maulig, Quietschvergnügt. Geschichten von kleinen und großen Gefühlen. Christine Lückel ist die Herausgeberin und hat Geschichten gesammelt, in denen es um Gefühle von Kindern geht. Aus Kindersicht auch beschrieben. Angst, Neid, Eifersucht, die ganze Palette, die Kinder empfinden und um die sie sich kümmert. Mit schönen Bildern von Naeko Ishida sind die Geschichten vorzulesen, sind längere Passagen, also macht es Sinn, gerade für kleinere Kinder die vorzulesen. Viel Text, schöne Bilder und der Inhalt ist nicht nur für kleine Kinder, sondern auch für große Kinder. Und wenn ich große Kinder sage, dann meine ich auch Erwachsene, denn die müssen sich auch reinfinden in die Gefühlswelt der Kinder,
die Gefühle empfinden, aber die gar nicht immer so benennen können. Wie fühlt es sich an, wenn eine gute Freundin auf einmal sagt, ich will nicht mehr deine Freundin sein? Wie fühlt es sich an, wenn man eifersüchtig ist auf das Spielzeug der anderen Kinder? Oder wenn man Angst hat, weil man verloren gegangen ist und kein bekanntes Gesicht mehr sieht? Traurig, maulig, quietschvergnügt. Ein schönes Buch für kleine und große Kinder, erschienen im Kaufmann Verlag. Er war lange Zeit Generalsekretär des CVM-Gesamtverbandes und Leiter von ProChrist, einer Evangelisationsveranstaltung. Ich rede von Ulrich Pazzani. Außerdem ist er Buchautor mit einer sehr beeindruckenden Buchliste, muss ich sagen. Ich habe mir mal eins rausgepickt, Anker meiner Seele, 52 Bibelworte, die mir wichtig sind. Und in diesem Buch begleiten Sie Ulrich Pazzani durch die ganze Bibel. Also Sie als Leserin und Leser gehen anhand von 52 Versen und 52 Auslegungen mit ihm durch die Bibel. Von der Schöpfung bis zur Offenbarung. Das ist eine Art Andachtsbuch. Und dabei kümmert sich Ulrich Pazzani nicht nur um die gängigen Verse, sondern hat auch bewusst die schwerverdaulichen Verse mit reingenommen, die wahrscheinlich gerade deshalb in seiner Seele vor Anker gegangen sind. Und er schreibt zu dem Buch, ich orientiere mich an der Bibel und werfe den Anker meiner Seele in den festen Grund des Wortes Gottes und seiner ewigen Liebe in Jesus. So kann man das Buch wirklich am besten zusammenfassen. Und falls Sie immer schon mal wissen wollten, wie es im Arbeitszimmer von Ulrich Pazzani aussieht, dann müssen Sie das Buch lesen, denn darin gewährt er einen Einblick in sein Arbeitszimmer. Anker meiner Seele ist erschienen im SCM Verlag. Darf ich Sie einmal kurz stören beim Lesen? Sie haben sich auch einschließen lassen hier bei Einschließen und Genießen. Was ist das Besondere für Sie, nach Ladenöffnungszeiten hier noch sich um Bücher kümmern zu können? Ja, das ist einfach ganz toll hier in der Buchhandlung, wenn man hier abends ist, ohne Zeitdruck, man hat Zeit. Ich kann in Ruhe jetzt nach Geschenken gucken auch und für mich selber. Wann habe ich sonst schon mal so Zeit, in Ruhe in Büchern zu schmökern? Ja, es ist jetzt 21:45 abends. Ist das so Ihre Lesezeit auch, zu Hause vielleicht? Ja, wenn alles gut geht, dann schon. Dann, wenn die Kinder im Bett sind und der Haushalt gemacht, dann ist das auch meine Lesezeit. Dann lasse ich Sie jetzt mal in Ruhe weiterschmökern, fernab des Haushalts. Vielen Dank. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Das war die Bücherzeit für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.